ausländische Fotograf, der je eine Verabredung mit dem furchteinflößenden Einsiedler hatte, der darin lebte. Wie könnte ich mir meinen beschränkten russischen Kenntnissen wohl zu ihm sagen? Was könnte ich ihm wohl sagen? Sollte ich ihn mit eurer Hoheit anreden, wie ich es mal beim schwedischen König getan hatte, oder mit seinem Vornamen wie bei Jack Dempsey, als er Weltmeister aller Klassen wurde, Boxer damals, Jack Dempsey? Mr. Stalin, nennen Sie ihn einfach Mr. Stalin, riet Neumann mir. Die Fahrt vom Kremltor bis zu dem Palast, in dem Stalin arbeitete, dauerte eine Minute. Neumann wiederholte eine Bedingung, die er bereits vorher aufgestellt hatte. Ich dürfte auf keinen Fall bekannt geben, welches Gebäude das Stalins war, oder es auch nur beschreiben. Wenige der etwa 1000 Menschen, die innerhalb der Kremlmauern Dienst taten, wussten, welche Fenster zu Stalins Arbeitszimmer gehörten. Nur wenige wussten es. Wir vier, der Chauffeur und der Zivilbeamte eingeschlossen, marschierten die Marmortreppe hinauf und jeder von uns trug einen Teil meiner Kameraausrüstung, wahrlich eine seltsame Prozession, die sich in den Palast hineinbewegte. Spannende Geschichte, finde ich. Die Jungs mit den Bajonetten ließen mich nicht aus ihren Bajonettaugen. Nett aussehende Jungs allerdings, jung mit rosigen Wangen und breiten Schultern, die Korridore glichen denen in einem Krankenhaus. Kein Wandschmuck, blitzsauber, blassgrün gestrichen. Warum auch nicht? Nee, warum nicht rot? Geräumiges Büro. Schließlich kamen wir in ein geräumiges Büro, wo ich zwei Funktionären als Mr. AB, amerikanische Fotografie, vorgestellt wurde. Nochmal in russischem Akzent. Mr. AB, amerikanski Fotografie, vorgestellt wurde. Der Chauffeur und der Zivilbeamte stellten mein gesamtes Gepäck in der Mitte des Raumes auf den Boden. Jeder versammelte sich im Umkreis, als wäre ich eine Art Handelsvertreter. Und die Sachen auf dem Boden, Musterkoffer voller Schneebesen, Staubwedel und so weiter. Aber jetzt aber kein Handelsvertreter. Kuno bleibt hier. Neumann und ich wurden in ein weiteres Büro geführt, in dem sich Stalins Sekretär befand. Ein kleiner, etwa 35-jähriger Mann mit einem runden Gesicht erzählte mir sofort, dass er selbst einmal hauptberuflicher Fotograf gewesen sei. Und seine Finger hatten tatsächlich immer noch tiefbraune Flecken von der Entwicklerflüssigkeit. Beim Entwickeln der Fotos brauchte man diese Entwicklerflüssigkeit früher. Aus einer Tasche seines ungebügelten Anzugs zog er eine Handvoll loser Zigaretten. Er reichte mir eine und wir gaben uns gegenseitig Feuer. Inwiefern, fragte ich ihn, qualifizierte ihn sein Vorleben als Fotograf zum Privatsekretär eines Herrschers über 160 Millionen Menschen? Er wich diese Frage aus, indem er selbst eine stellte, wo meine Kamera sei. Ich zeigte ihm zwei meiner kleinen Kodak und eine andere auf ihrem Stativ mit Blitzlicht. Er war fasziniert. Was? Kein Rauch, kein Knall, keine Asche? Wundervolle Menschen, diese Amerikaner. Damals gab es diese Blitzgeräte. Das war eine Platte, da war Blitzpulver, meist Magnesiumstaub drauf, oder so ein Pulver, was einen Blitz erzeugen konnte. Es wurde mit einer Lunte angezündet. Da musste man warten, bis die Lunte abbrannte. Und dann gab es einen Riesenknall, eine Dampfwolke voller Magnesiumstaub. Und der rieselte dann nach dem Blitz langsam zu Boden. Also so wurden die ersten Blitzaufnahmen gemacht. Ich sagte ihm nicht, dass das Blitzlicht von einem Deutschen erfunden worden sei, der in München lebte. Erst Jahre später erfuhr ich, wer dieser Mann war. Georgi Malenkov, der kurzzeitig Stalins Nachfolger werden sollte, plötzlich sah auf seine Uhr ein dickes Ding aus Nickel, das aus seiner Hosentasche ragte, und er zog sie heraus. Sie machen sich besser fertig, sagte er. Es war 5 Minuten vor dem vereinbarten Termin um 17 Uhr. Wir redeten miteinander, bis die große Glocke im Kreml Turm 5-mal dröhnte. Meine Stunde war gekommen. Graue Uniformjacke. Stalin trug eine einfache graue, mit Außentaschen versehene Uniformjacke aus einem vorzüglichen Stoff, der wie Gabardin aussah. Eine dazu passende Reiterhose und altmodische, weiche, geschmeidige Stiefel aus schwarzem Leder. Die Jacke saß perfekt an seinem Hals. Ich konnte ihn mir gut bei seinem Schneider vorstellen. Er machte keine Vorschläge, sah nicht einmal
in den großen Spiegel, ob ihm der neue Anzug passte. Vermutlich, beim Friseur war es vermutlich genauso. Er hatte volles schwarzes Haar, das von einzelnen grauen Strähnen durchzogen war. Es stand ihm nicht wild vom Kopf ab, wie bei den Hyde Park-Revolutionären oder den Salonkommunisten. Er hatte nichts von einem Fanatiker an sich. Seine ganze äußere Erscheinung brachte Kraft zum Ausdruck. Pockennarben auf seinem Gesicht erinnerten daran, dass er mit einer tödlichen Krankheit gekämpft und sie besiegt hatte. Und irgendwie entstellten sie ihn nicht. Fragte Neumann auf Russisch, warum will er mich fotografieren? Dann wandte er sich, ohne eine Antwort abzuwarten, an mich. Schnell, schnell! Dabei, sagen die Russen. Ne? Ich kann auch ein bisschen Russisch. Sehr verdächtig. Anna Pavlova hatte mir gelegentlich gesagt, ich solle schnell, schnell machen. Aber sie hatte nie erwartet, dass ich innerhalb von 5 Minuten fertig wäre. Ich fühlte mich in meiner Fotografen-Ehre gekränkt. Spontan rief ich aus, dass man kaum von mir erwarten könne, in 5 Minuten den Mann zu fotografieren, der mit einem 5-Jahres-Plan Russland industrialisieren wolle. Stalin spürte den emotionalen Gehalt meiner Worte und bat Neumann um eine Übersetzung. Glücklicherweise sagte ihm ein Lama Scherz zu und er bot mir 10 Minuten an. Tatsächlich gewährte er mir letzten Endes 25 Minuten. Stalins Augen waren eindrucksvoll. Meine Jahre als Fotograf hatten mich zu der Überzeugung geführt, dass die Augen 75% eines Gesichts ausmachen. Stalin hatte mich nur wenige Sekunden mit seinem Röntgenblick gemustert, aber ich hatte trotzdem den Eindruck, dass er mich gründlich erforscht hatte. Die Negative waren bereits entwickelt und als Belege für die später in seinem geistigen Archiv abgelegt. In Stalins Augen sah ich seinen einzigen schwachen Punkt, die Furcht davor, für krank gehalten zu werden. Er war 53 und hasste alle Anzeichen körperlicher, geistiger und moralischer Schwäche an sich selbst. Er hatte nicht nur aus Eitelkeit damit sich einverstanden erklärt, sich von mir fotografieren zu lassen, sondern weil er der Weltöffentlichkeit durch das Medium meiner Kamera klar machen wollte, dass seine Konstitution so kräftig war wie eh und je. Als ich Stalin in die entsprechende Position für meine erste Aufnahme buxierte und meine kleine Kodak auf einem Stativ aufgebaut hatte, bekam ich einen Riesenschreck. Der Sucher an der Seite der Kamera fehlte. Drehte mich um, rannte aus dem Raum. Der Sucher musste im Nebenzimmer sein. Warum ich nicht als Attentäter auf der Flucht erschossen wurde, weiß ich bis heute nicht. Aber bevor irgendjemand auf einen solchen Gedanken gekommen wäre und kommen konnte, hatte ich mir den Sucher geschnappt und war wieder in Stalins Büro. Stalin saß immer noch dort, wo ich ihn hingesetzt hatte, über seinem Kopf ein Porträt von Karl Marx. Vor ihm auf dem Tisch Karaffen, Tintenfässer, Zigarettendosen. Als ich den Sucher meinem Fotoapparat befestigte, an diesem Apparat befestigte, murmelte ich, aha. Ich kann mich erinnern, wie Stalin mich nachäffte. Aha, sagte und laut auflachte. Ich winkte Neumann beiseite, verewigte Stalin für die Nachwelt. Nach dieser Aufnahme aus der Distanz ging ich für einige Großaufnahmen näher an Stalin heran, während er sich mit Neumann unterhielt. Ich konzentrierte mich auf sein Gesicht, seinen Kopf und seine Hände, insbesondere auf seine linke Hand, die laut ärztlichem Attest verkümmert gewesen sein soll und ihn daher vom Wehrdienst im Ersten Weltkrieg befreit hatte. Jedenfalls konnte ich nichts Abnormes an ihm erkennen. Oder an dieser Hand erkennen. Ich fragte Stalin, ob ich meine Fotos freigeben könne, ohne sie zu retuschieren. Seine Antwort bestand in einem amüsierten Nichevo, das ist mir egal. Er bat auch nicht darum, die Kontaktabzüge zu sehen. Allerdings machte er mich darauf aufmerksam, dass wir 25 Minuten seiner Zeit in Anspruch genommen hatten. Neumann und ich sammelten rasch die leeren Filmdosen, die Kameras, Stative, Blitzbirnen ein, die über das ganze Büro verteilt waren. Ich bot Stalin an, ihm einen Satz Fotos zu schicken, worauf er höflich erwiderte, Spasibo, vielen Dank. Als ich mir anschickte, den Raum zu verlassen, ging er zu seinem Schreibtisch zurück, ein einsamer Mann, der so viel Macht ergriffen hatte, dass er vom Rest der Menschheit abgeschnitten war. Draußen fragte ich Neumann, habe ich irgendwas falsch gemacht? Er antwortete, es gab Augenblicke, da wurde mir etwas mulmig. Und das ist die ganze Geschichte
von dem Fotografen Abby bei Stalin und der Kontakt mit Stalin. Und diese eigentlich recht netten Text am Ende des Berichtes kann ich mir nur so vorstellen, dass damals die Gräueltaten und die Grausamkeiten, die Stalin während des Zweiten Weltkrieges verursacht hat, auch an der eigenen Bevölkerung, die sibirischen Zwangsarbeitslager, dass davon ihm persönlich nicht so viel bekannt war, weil er nur was Positives, eben die Neustrukturierung auch der sowjetischen Industrie und so weiter, was er vorhatte, beschrieben und auch noch nicht andeutungsweise über diese ganzen Zwangsarbeitslager, Sibirien und so weiter berichtet. Also es hat mich sehr, sehr amüsiert. Es ist auch sehr interessant, die alten Fotos zu sehen, denn man sieht die alte Kameratechnik. Man kann sich ja heute gar nicht vorstellen, aufgrund der Digitaltechnik, wo jedermann mit einem Handy tausende von Fotos machen kann, jeden Monat. Wie schwierig, kompliziert überhaupt die Handhabung so einer Kamera war. Und die Kamera war sehr schwierig zu handhaben. Dann musste auf die Beleuchtung geachtet werden. Zum Beispiel Stalin, aber die Fotos habe ich. Stalin, wenn man den so in der Nahaufnahme sieht, Licht von einer Seite, man musste darauf achten, die Belichtungszeit musste stimmen, Entfernung musste stimmen, alles manuell, in Ausführungszeichen, manuell einstellbar an den Kameras, nichts mit Automatik, keine Batterien im Teil, alles nur von Hand und mechanisch. Und die Optik natürlich, ich finde sowas faszinierend, was man da damals schon zustande bringen konnte. Ja. Das war's erstmal. Dankeschön. Tschüss zusammen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.